Hier ist Marcel Ani und ihr Wrestling Talk Radio und das ist definitiv kein Bullshit. Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zur zweiten Ausgabe von What If Unscripted. Ich bin der Sven, euer Pumpe der Herzen. Ich führe euch heute durch die Sendung. Das wäre eigentlich der Job heute vom Willi gewesen. Der ist allerdings leider krank und deswegen heute unabkömmlich. Mit mir am Start ist die Feuerwehr, der Mann, der dafür eingesprungen ist. Hallo Alex. Mahlzeit und Glück auf. Ja, Alex, du bist jetzt hier zu dem Thema gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Bin gespannt, wie du dich heute schlägst. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, aber schlagen ist ein gutes Stichwort, das hören wir heute hoffentlich nicht. Der zweite Mann im Bunde ist nämlich der Stefan, der ehemalige Host von dem Projekt. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich wurde auf vielfach Wunsch als Einzelnen ersetzt. Nee, Spaß beiseite. Es wäre von Ursprung her schon Willi als Host gedacht gewesen, aber beim ersten Mal hatte er Verwandtschaftsbesuch und das zweite Mal ist er jetzt krank. Ja, das passt schon so. Erstmal gute Besserung, Willi. Ja. Und ich mache das jetzt hier mal vertretungsweise und wir werden das Kind schon schaukeln. Für euch da draußen, die vielleicht die erste Ausgabe von What If Unscripted nicht gehört haben, nochmal ganz kurz die Zusammenfassung von dem Konzept. Stefan, das war ja deine Idee. Möchtest du es nochmal kurz schildern? Ja. Also ich hoffe, ich bringe es noch rüber. Wir gehen in die Vergangenheit des Wrestlings an irgendeine bestimmte Situation. Es kann eine kleine Situation sein oder eine große. Und von dort verändern wir ein bisschen das Geschehen. Und wir sehen dann, wie es in Zukunft dann verlaufen wäre, wenn es sich so zugetragen hat, wie wir uns das vorstellen. Und reden ein bisschen darüber. Genau. Aber nachdem wir ja nicht die ultimative Wahrheit gefressen haben mit dem Löffel, ist es natürlich jetzt nur eine Variante. Wenn ihr da draußen noch andere Theorien habt und andere Ideen habt für die Situation, die wir jetzt hier kreieren, könnt ihr die natürlich dann auch gerne in die Kommentare mit dazu packen und entsprechend Feedback dalassen. Ne? Gut, damit wäre das aus dem Weg. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Sendung. Stefan, du bist der Mann für Thema Nummer 1. Ja, und das ist schon ein bisschen älteres Thema. Es war Anfang der 90er, da gab es bei der WWE einen großen Steroidskandal. Durch das wurden auch später Wrestler wie der Hulk Hogan, der Warrior, ersetzt durch Bret Hart, Shawn Michaels etc. Jetzt die Frage, es ist eine zweiteilige Frage. Wie wäre es gewesen, wenn es den Steroidskandal nicht gegeben hätte? Und anders, wie wäre es gewesen, wenn Vince McMahon damals eingesperrt worden wäre? Weil er wurde ja auch freigesprochen bei einer Gerichtsverhandlung. Und wie wäre es gewesen, wenn er praktisch 10 Jahre zum Beispiel ins Gefängnis gekommen wäre? Ja, Alex, möchtest du anfangen oder soll ich ein bisschen? Dann fang du mal bitte an. Du bist etwas älter als ich. Ja, okay. Erstmal, Stefan, es ist nicht das Thema, was ich auch im Kopf hatte. Das ist so ein kleiner Verweis auf unseren Off-Talk. Ja, der Steroid-Skandal Anfang 90er war natürlich ein riesengroßes Ding, wo es ja darum ging, dass Vince McMahon eben angeklagt worden wäre, dass seine Leute im Lockerroom, seine Wrestler, Steroide nehmen und er das Zeug angeblich auch vertickt an sie. Wie du es gerade gesagt hast, er ist freigesprochen worden. Ja, was wäre, wenn er jetzt im Knast gelandet wäre? Es hätte auf alle Fälle einen riesengroßen Einbruch gegeben in der Entwicklung der WWF in meinen Augen. Wir waren damals in einer Phase, wo, ja, ich sag mal, diese schillernden, bunten Figuren noch in der Obermacht waren. Und WCW meiner Meinung nach eben absolut kein Konkurrent war zu dem Zeitpunkt. Wenn jetzt hier die WWF einen riesengroßen Skandal am Hals gehabt hätte und die Liga, so wie es halt schon immer ist, voll auf Vince McMahon ausgerichtet ist und war und bis auf weiteres auch immer bleiben wird, hätte es da einen ganz, ganz großen Knacks gegeben in der Wrestling-Welt.
von dem hätte sich das nordamerikanische Wrestling vielleicht gar nicht mal so schnell wieder erholt, meiner Meinung nach, weil das eben der große Promoter war und der Go-To-Guy im amerikanischen Wrestling. Und wie gesagt, WCW, ja, ist eine gewisse Alternative gewesen, aber hat halt auch immer dieses, ja, so leicht latent unprofessionelle Südstaaten-Flair gehabt. Du hattest immer diese großen Querelen im Hintergrund der WCW. Wer ist denn jetzt eigentlich der Chef? Und gefühlt alle vier Wochen hat sich da was in der Führungsspitze getan, dementsprechend auch im Produkt, in der Auswirkung auf die Zuschauer, neue Regelwerke und so weiter und so fort. Langer Rede, kurzer Sinn. Ein Vince McMahon im Knast hätte die WWF erstmal kopflos hinterlassen. Weil einfach auch ein potenzieller Nachfolger so schnell nicht parat gewesen wäre. Linda ist einfach nicht die Galionsfigur. Die kann gerne im Hintergrund arbeiten, aber als Aushängeschild kannst du vergessen. Shane und Steph natürlich noch viel zu jung zu dem Zeitpunkt. Und da war halt auch keiner da, der die Grapefruits hatte und die Skrupellosigkeit auch, die Vince McMahon eben hatte und immer noch hat, um eben seinen Willen durchzusetzen und dieses Unternehmen so zu führen, wie er es möchte und wie es ihm letztendlich auch Recht gegeben hat zu dem weltweiten Monopol. Also wie gesagt, aus meiner Sicht wäre das so ein kleines Worst-Case-Szenario gewesen. Also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es schon einen Backup-Plan gab, da sollte der neue Chefbooker und WWE-Chef auch Jerry Jarrett sein, also Jeff Jarretts Vater. Ich weiß nicht, wie sehr das so stimmt, aber ja, das hätte uns vielleicht einen WWF-Champion Jeff Jarrett gebracht. Ja, ich meine, das wäre doch das geringste Übel an der Geschichte, aber Jerry Jarrett ist halt auch von der ganzen Ausrichtung her ein ganz anderer Typ wie ein Vince McMahon. Wie gesagt, ich habe gerade das Wort skrupellos verwendet. Ich glaube, irgendwo alle, die im Wrestling als Booker und Promoter tätig sind, müssen irgendwo so eine gewisse Skrupellosigkeit und Ellbogen vorweisen können, um sich überhaupt durchsetzen zu können. Weil sonst bist du nämlich auch ganz schnell wieder draußen zur Tür. Aber also ich nehme Jerry Jarrett da als deutlich, in Anführungszeichen, weicher war als Vince McMahon. Ich meine, Jerry Jarrett hat sich ja auch aus seiner eigenen Liga, TNA, praktisch raus, ich möchte nicht sagen rausekeln, aber halt doch irgendwo lassen und ist rauskomplimentiert worden, wie man so schön sagt. Das wird halt in Vince McMahon nie passieren. Okay. Alex, hast du auch was dazu oder war das alles vor deiner Zeit? Es war tatsächlich vor meiner Zeit. Also ich bin ja erst so ab 94 eingestiegen ins Wrestling. Und ihr seid ja auch alles beide schon ziemlich alt. Deswegen wisst ihr ja sowas noch. Nee, gehört habe ich schon davon, wie das aber genau abgelaufen ist und was da genau vorgefallen. Das habe ich eigentlich nie wirklich nachgelesen. Also das, was ich weiß, habt ihr eigentlich auch schon erwähnt, soweit. Und als Nachfolger würde mir dann vielleicht noch einfallen, ob dann vielleicht eben schon die Veteranen himself, also dann vielleicht Dusty Rhodes da eventuell schon eingebunden hätte werden können. Eben Linda wäre halt auf jeden Fall erstmal die Ansprechperson Nummer 1 gewesen. Ist halt die Ehefrau von Vince. Die Kinder noch zu jung, völlig klar. Und vielleicht hätte die dann wiederum andere Leute rekrutiert, eben Dusty Rhodes oder vielleicht ein Jim Cornette oder solche Herrschaften, die halt eben schon Namen hatten, und weil du eben meinst, die WCW war noch kein Konkurrent, vielleicht wird das aber dann die Chance gewesen, weil die WWF hätte dann den Image-Schaden auf jeden Fall gehabt und vielleicht wäre dann eben viele WWF-Wrestler dann eher zur WCW gegangen und der ganze Boom der WCW wäre schon deutlich früher gekommen, noch vor NWO-Zeiten. Die Frage ist halt auch, ob sich dann Leute eben durch diesen Skandal eben Hogans und Warriors, ob die dann überhaupt noch mal jemals Fuß gefasst hätten, ob die WCW dann wirklich gesagt hat, wir holen Hogan, den Skandal tun wir uns gar nicht erst an, nachdem in der WWF die, eben dieser Steroidenskandal war, ob Hogan ob jemals dann noch so groß geworden wäre dann eben,
ob ein Warrior noch so groß gewesen wäre, wenn der sich dann vielleicht dann komplett aus dem Wrestling zurückgezogen hätte und so weiter, überhaupt all die ganzen aufgepumpten Typen, ob die dann überhaupt nochmal irgendwo Fuß gefasst hätten im Wrestling, man weiß es nicht. Man weiß es eben nicht. Also das ist halt wirklich ein schwieriges, aber interessantes Thema, was hätte passieren können. Ob sich die WWF überhaupt jemals wieder erholt hätte von so einem Skandal, ist eine Frage eben. Ich meine, Vince leitet die WWE inzwischen immer noch. Ob man überhaupt jemals einen sinnvollen Nachfolger zur Damenzeit gefunden hätte in Triple H, war auch noch nicht in der Position, wie er jetzt ist, logischerweise. Ich wüsste jetzt auch auf Anhieb niemanden. Und gut, Jarrett, ja, aber die Argumente gegen Jarrett, du hast ja auch schön argumentiert, also ob der jetzt wirklich die WWF da raus aus dem Skandal rausgeführt hätte und wieder an glorreiche Zeiten dann bringen können, keine Ahnung. Also auf Anhieb würde mir nicht niemand einfallen, der dann die WWF hätte führen können. Und wenn du halt niemanden an der Spitze hast, der die Firma ordentlich leitet, dann geht die halt schnell den Bach runter. Und man ist ja auch wie bei uns in der realen Welt, in Anführungszeichen, WWF ist ein Geschäft. Und wenn die Chefetage Mist baut, dann wirkt sich das natürlich aufs Produkt aus. Und man weiß natürlich, dann in den 90ern ging es der WWF eh nicht so gut, nachdem die WCW dann ihren Boom hatte, und ob es dann jemals die Attitude Era gegeben hätte, ob die WWF dann vielleicht ein paar Jahre eh dicht gemacht hätte, hätten Leute, die Worker wären vielleicht schon früher gegangen. Man weiß es nicht. Die Zugpferde, vielleicht hätte Austin wäre vielleicht niemals in die WWF gegangen. Ob HBK Shawn Michaels damals, bevor er so groß war, vielleicht wäre der auch noch zur WCW gewechselt, die ganzen Zugpferde, vielleicht wäre Bret Hart schon eher gewechselt. Man weiß es nicht. Also es ist ein heikles Thema, und hätte man natürlich einen geeigneten Nachfolger, einen Plan B gehabt gleich direkt, dann wäre es vielleicht, jetzt zum Beispiel in der aktuellen Zeit hätte man natürlich Triple H direkt und Stephanie als Nachfolger. Da sehe ich eigentlich zum Beispiel keine Probleme, wenn es jetzt sowas Ähnliches geben würde, oder wenn man jetzt, Gott bewahre, jetzt Vince McMahon jetzt aber heute auf morgen sterben würde. Da hätte man den Backup-Plan, aber hatte man damals in den 90ern wirklich schon so weit gedacht? Ich denke nicht. Und daher, ja, schwieriges Thema, aber interessant. Vor allem aus meiner Sicht kommt halt erschwerend noch dazu, dass alle anderen namhaften Wrestling-Promoter halt Wrestling-Promoter waren. Und Vince McMahon hatte damals ja schon eine Vision, die weit übers Wrestling hinausging. Ja. Es ging ja los mit WrestleMania in den 80er Jahren schon. Das war ja längst nicht mehr das 0815 Wrestling, ja, Wrestling, sondern es war ja da eben schon die ersten Schritte Richtung Sports Entertainment, ja. Und er hatte ja eine ganz andere Vision von seinem Wrestling, wie es dann eben die vergleichbaren Booker, sowas wie ein Cornette oder eben Jarrett hatten. Und wenn du jetzt das Aushängeschild, die Galionsfigur der Liga zu dem Zeitpunkt wechselst, dann würde es auch einen ganz klaren Stilbruch mit sich bringen, ja. Und er wäre von heute auf morgen diese schillernden Figuren, so ein Hogan, ein Warrior, ein Savage, gehen wir in die Undercard runter, ja. Solche Typen wie Doink, Bam Bam, alles relativ bunte Charaktere, die könntest du mit einem anderen Menschen ganz oben an der Spitze gar nicht so dir vorstellen. Weil das eben keine klassischen Wrestling-Charaktere sind. Ganz genau, ja. Ob es die Charaktere dann jemals wirklich noch gegeben hätte oder im Headscombat. Nein, logischerweise, wenn du einen neuen Chef hast, der dreht, wenn du Pech hast, alles auf links und kickt diese ganzen schillernden Charaktere. Vielleicht hätte es auch die Attitude Era dann eher gegeben, natürlich. Wenn dann, vielleicht hättest du so einen Typ bekommen wie Paul Heyman, dann wäre vielleicht das WWF-Produkt dann irgendwann so eine Art ECW-Attitude-Produkt schon viel, viel früher gewesen. Also, das hat natürlich viele Möglichkeiten. Aber Das Wrestling schärft sich ja immer an der Konkurrenz. Und die WCW ist ja in dem Sinn auch nur so groß geworden, weil die WWE so groß geworden ist. Und Dusty, glaube ich, war damals schon in der WCW immer mal wieder eingebunden. Und ja, durch diesen Skandal hatte die WWE Anfang der 90er einen großen Einbruch gehabt. Das war auch übrigens der Grund, dass der SummerSlam 92 in Europa war. Weil Europa hat gepumpt. Also ich glaube, das halbe WWTR-Team hat damals zum Wrestling schauen in dieser Zeit angefangen. Und ja,
Es ist wie gesagt schwer zu sagen. Ich glaube, dass das Wrestling an sich einen sehr großen, sehr, sehr großen Knacks bekommen hätte. Es wäre um ja, 10, 12 Jahre wieder zurückgeworfen worden, Anfang der 80er, dass es wieder mehr in die Territories ging. Und ja, Es wäre halt so ein bisschen der Teppich unter den Füßen weggezogen worden, ja, weil du ja gerade eben die ersten paar Jahre Sports Entertainment etabliert hattest, ja, und gerade eben dabei warst, eben diese Marke WWF als was richtig Großes und Florierendes zu etablieren. Und wenn dann so eine Geschichte wirklich bis zum Ultimo eskaliert wäre, dann hättest du wirklich den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen als Liga. Was wir jetzt ein bisschen vernachlässigt haben, war die Frage, oder der erste Teil deiner Frage, Stefan, mit nach den Wrestlern. Wenn das jetzt alles, ich sage jetzt mal, verurteilte Steroidkonsumenten gewesen wären, ich glaube, das hätte sich auf deren unmittelbaren Karrieren gar nicht mal so stark ausgewirkt, ehrlich gesagt. Also sowas, bleiben wir mal ganz konkret bei den Namen Hogan, Warrior, Macho Man, ja, die hätten immer irgendwo einen Platz gefunden. Ja, natürlich hätte es immer so ein Geschmäckle gegeben, aber letztendlich ist es auch Wrestling halt, ne? Und spätestens, wenn alle Stricke reißen, wären es halt damals dann auch schon alle nach Japan abgedampft. Ja, Das Land verlassen, ja. aber wenn wir irgendwas wissen, ist es, dass ein Hogan immer wieder auf die Füße fällt, wie eine Katze. Genau das meine ich eben, weißt du, der hat so viel Dreck am Stecken in seiner 150-jährigen Karriere, ja. Und ja, der hat immer seine Höhen und Tiefen, aber letztendlich ist er halt immer noch Hulk Hogan und jeder kennt ihn, jeder redet mit ihm und über ihn. Und letztendlich ist er immer noch der große Wrestling-Name halt, ne? Richtig, richtig. Ja, und wenn die ursprüngliche Frage war, was wäre gewesen, wenn es den Steroid-Skandal nicht gegeben hätte? Also wenn irgendwie alles wie auch früher so gewesen wäre, dass alles erlaubt ist, Alkohol, Drogen, wie auch immer, würden wir halt gar nicht über die Generation Bret Hart, Shawn Michaels etc., Rey Mysterio, was wir da immer haben, die kleineren, schmächteren. Daniel Bryan, ganz später mal, aber wenn nur die großen, starken Titanen gewesen wären. Ja, dann mache ich mal weiter. Also, da hättest du natürlich ein ganz anderes Wrestling bekommen in den 90ern, als du es jetzt letztendlich bekommen hast. Aber nur weil jemand klein und schmächtig ist, heißt es ja nicht, dass er ein Zaubermann ist. Ja? Gerade in Shawn Michaels passt halt da in diese Auflistung halt überhaupt nicht rein, der mit diversen Drogen, Alkohol und Steroidvorwürfen auch zu kämpfen hatte. Gerade von Mitte der 90er bis Ende der 90er, Anfang der 2000er noch rein. Ja, es wäre natürlich ein ganz anderes Bild gewesen und natürlich hätte sich wahrscheinlich die Personalie Hogan locker noch 2, 3 Jahre länger festgekrallt an der Top-Position. Ob ein Bret Hart jemals dann WWF-Champion geworden wäre, das ist eine interessante Frage. Vielleicht hätte man da einfach den Sprung verpasst an der Stelle, weil ja auch ein Hogan sich sehr ausgelutscht hat zu dem Zeitpunkt, ja. Und ich meine, der ist ja kurz nach WrestleMania 9 ist er aus der WWF rausgegangen, nach dem King of the Ringer genauer gesagt. Das war 93 und da war er ja auch schon als Top-Babyface einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, da hast du auch gemerkt, dass bei den WWF-Shows die Reaktionen auf ihn schon deutlich verhaltener waren als in der Vergangenheit. Und der hat halt seinen ursprünglichen Hype dann mitgenommen in die WCW. Geil, Hogan ist da. Und innerhalb von ein paar Monaten ist das Publikum da auch schon angeödet gewesen, weil es halt immer die gleiche Nummer ist. Heißt, wir hätten mit Sicherheit noch eine ganze Weile große, muskelbepackte, larger-than-life-Charaktere an der Spitze gehabt. Aber ich denke, dass die natürliche Evolution des Wrestlings halt irgendwann da doch irgendwie so eine Art Auslese getroffen hätte. Weil das ist der gesündeste
Lebensstil ist, das bezweifle ich. Ja, und ich glaube, unabhängig von der Größe, von Gewicht und wie auch immer, ich glaube, Ende der 80er, Mitte Ende der 80er, Anfang der 90er vielleicht noch, haben mehrere Wrestler das genommen. Man sieht da das auch ein X-Pac, One, Two, Three Kid, wie auch immer, Sean Waltman. Der war ja auch voll bis oben hin. Und ich meine, du musst nur mal in die Wellness-Policy-Verstoßliste reingucken in den letzten 10 Jahren. Ja, ich meine, du hast einfach zu dem Zeitpunkt auch schon in der WWE nicht mehr die riesengroßen Super-Heavyweights gehabt. Ja, also alle, wo du denkst, ja, also der nimmt bestimmt was hier, sowas wie ein Big Show oder sowas, ne, dieses große Monster. Soweit ich weiß, hat der keinen einzigen Verstoß. Ne? Und dann hast du einen John Morrison, der, glaube ich, seine 60 Tage schon aufgebrummt bekommen hat, der halt einer von diesen kleinen, in Anführungszeichen, athletischen Guys ist. Oder ja. Edge, oder Randy Orton, oder Rey Mysterio. Ja, das sind alles keine Big Men, keine muskelbepackten Big Men. Oder auch vor 2 Jahren war es Page und so, die haben auch schon Wellness-Policy-Verstöße gehabt. Mhm. Wegen irgendwelche Ergänzungsmittel und wie auch immer. Ja, aber ich meine, da muss man dann differenzieren zwischen Steroiden und sonstigen Medikamenten, die sie bekommen haben, Schmerzmitteln und so weiter und so fort. Aber einfach mal, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten, habe ich das einfach mal jetzt mal hier in diese große Kategorie da mit reingepackt. Ja, das die an und für sich, die Steroide und so verändern sich ja. Es werden immer wieder neue Wege und Möglichkeiten gefunden, um es zu verstecken, um es ein bisschen anders zu machen. Ja. Ja. Und ähnlich wie im Wrestling generell, denke ich, hast du da auch immer so Hochphasen und Tiefphasen, sage ich mal. Ähnlich wie die Körper Ende der 80er, Anfang der 90er unheimlich aufgeblasen waren, waren es auch Anfang der 2000er. Also ich habe da schon oft hier im Podcast gesagt, guck dir mal eine Show von 2002 an, ein Jericho von 2002, ein Triple H von 2002, ein Edge von 2002. Ja. Ja, die sind alle doppelt so breit, wie sie jetzt sind, gefühlt. Ja, stimmt schon. Und wenn du dir die Rücken anschaust, ne, ein Glück, dass sie damals kein HD hatten, da kannst du die Punkte verbinden und eine Landkarte von Sachsen-Anhalt zeichnen. Ja, stimmt schon. Alex, hast du noch irgendwas dazu? Ergänzend? Zu einem Wrestler vielleicht? Im Grunde wurde alles erzählt. Also ich habe nichts mehr Neues dazu. Okay, dann bin ich zufrieden mit der Antwort. Wie gesagt, das Multiversum, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, in die Kommentare rein. Ganz genau. Gut, dann übernehme ich das Ganze jetzt mit meinem Thema. Jetzt wird es ein bisschen morbider, vielleicht ein Ticken geschmacklos eventuell, aber nichtsdestotrotz ist es eine Fragestellung, die mir tatsächlich auch schon länger durch den Kopf geistert. Wir springen ins Jahr 1998 zum King of the Ring. Hell in a Cell, Undertaker gegen Mankind, legendäres Match, eines der berüchtigsten Matches in der Wrestling-Geschichte. Wir haben alle die beiden Spots vor Augen, wo der Undertaker Mankind vom Käfig wirft und einmal durchs Käfigdach durch. Meine Fragestellung an der Stelle, wie wäre es mit der WWE weiterverlaufen, wenn bei einem dieser beiden Stunts Mankind gestorben wäre? Dann fange ich gleich an, weil ich habe gesagt, eines meiner Themen wirst du auch haben und das ist es. Als allererstes würde ich sagen, Owen Hart würde noch leben, weil danach wäre es keine gefährlichen Spots mehr gegeben, wo irgendwo etwas riskiert worden wäre. Es ist ein sehr interessantes Thema. Und zwar, ich glaube, die Ausrichtung des Wrestlings, das war ja die Anfangszeit der Attitude Era mit Striper, Montreal Screwjob, Mike Tyson und dann kam schon danach das. Die Attitude Era hätte einen gewaltigen Einbruch erlebt und es wäre wieder zurückgefahren worden auf, sage ich mal, Mitte der 90er. Jetzt nicht so krass wie damals mit Doink und Duke Rossi und was weiß ich, Ape Knuckleball Swartz, wie sie auch immer heißen.
Aber es wäre wieder sehr einfach gewesen. Die WWE hätte den, ja, den Tod, wie man so geschmacklos jetzt sagt, überlebt, weil es zeigt ja ein Jahr später oder auch das bei Eddie Guerrero, wenn jemand im Ring stirbt, am Ring stirbt, in einer direkten Nähe zur Sendung stirbt, die WWE kümmert sich nicht so groß. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt am einfachsten ausdrücken soll. Also sicher, es hätte gewaltige Einschnitte gegeben, aber so groß, dass die WWE nicht mehr existieren würde, glaube ich nicht. Darf ich da gleich mal reingrätschen, Stefan? Ja, klar. Also bis zu deiner letzten Aussage sind wir absolut konform. Ich habe mir auch gedacht, unmittelbare Konsequenz, Owen Hart würde noch leben oder es hätte diesen Spot mit Owen Hart nicht gegeben, weil man das ganze Produkt sofort hätte entschärfen müssen. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass das ein Schlag gewesen wäre, der die WWE richtig, richtig hart getroffen hätte. Warum? Weil du gerade eben in der Anfangsphase noch der Attitude-Ära warst. Ja, du hattest erst ein Dreivierteljahr vorher den Montreal Screwjob unheimlich viel Dreck am Stecken an der Stelle. Leistungsträger haben die Liga verlassen. Ja, du hattest Austin als neues Aushängeschild. Michaels war weg, war in der Verletzungspause. Der Taker war noch da. Den sehe ich in der Gemengelage hier als ganz, ganz tragische Figur, weil er hätte in meinen Augen an der Stelle sofort seine Karriere beendet. Richtig. Ja, weil ich habe die Biografie gelesen von Mick Foley. Der Taker war absolut gegen diese Spots. Hat eben im Vorfeld auch immer gefragt, sag mal, willst du sterben da draußen? Und der Unterschied zwischen dem Owen Harts Tod, Eddie Guerreros Tod und jetzt eben hier in unserer Spielerei, dem Tod von Mankind, wäre ja, dass das Ganze während eines Matches durch eine Offensivaktion passiert wäre. Das wäre ganz, ganz mies gewesen an der Stelle. Ja, und das war aber auch bei Piero Aguayo Jr., glaube ich, so hieß er. Es war auch durch eine Offensivaktion, ich glaube, es war der 619, aber davor wurde er mit dem Nacken irgendwie ans untere Ringseil geschleudert. Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ja, aber ich meine, das hat auch nicht den großen Nachhall in Anführungszeichen gehabt. Ja, aber dann, schon dann klar, es ist WWE und dadurch wäre es alles fünfmal so schlimm gewesen. Aber jetzt, ja, also ich bin mir sicher, dass die WWE das überlebt hätte. Du darfst auch nicht bedenken, wir sind zu dem Zeitpunkt noch in der Phase, wo die NWO, WCW noch absolut heiß war. Ja, okay. Also 98 war noch das Jahr, wo die WCW noch ihre besten Zahlen erzielt hat. Und wo der Monday Night War noch richtig am Toben war, wo beide noch auf Augenhöhe waren. Und das hätte der WWE wirklich einen fiesen Knacks verpasst. Und wie gesagt, dieser Stunt ist für mich auch irgendwo ausschlaggebend dafür, dass wir so viele weitere bekloppte Stunts dann in der Zukunft sehen. Ja, wir sehen die Hardy Boys, wie sie von Leitern noch und nöcher runterspringen. Das hätte es alles nicht gegeben, weil man das ganze Produkt aus meiner Sicht komplett entschärfen hätte müssen. Ja, weil ja, du hast eben gerade den Vergleich gebracht mit Piero Aguayo, der auch im Ring gestorben ist bei einer Offensivaktion, ja, aber der ist ja verdammt nochmal nicht von einem 5 Meter Käfig runtergeschmissen worden. Ja, schon klar, aber es werden halt solche Spots, wie Shane McMahon immer zeigt, auch heute noch zeigt, ich weiß nicht, ob das Alex das noch kennt, als er vom Titantron runtergesprungen ist mit Steve Blackman rückwärts, das waren alles irgendwie, es waren zwar in dem Sinne sicher eine Spots und Stunts, aber auch bei sicheren Sachen kann was schief gehen. Mhm. Und bevor ich jetzt den Alex kurz dazu hole oder auch länger dazu hole, die unmittelbarste Auswirkung, ja, siehst du ja dann im nächsten Hell in a Cell Match von Cactus Jack gegen Triple H bei No Way Out 2000, wo du, weißt du, du hast ein Hell in a Cell Match zwischen Cactus Jack und Triple H und das Publikum ist mucksmäuschenstill, nehmen keine Aktion im Ring für ernst, weil sie einfach nur erwarten, dass Cactus Jack jetzt wieder auf den Käfig geht und sich runterschmeißen lässt. Die Erwartungshaltung wurde
gesteigert. Genau, genau. Wenn keiner auf den Käfig klettert oder so, ja, das ist, ja, das ist der Sportgedanke. Dazu sind wir dann irgendwo auch erzogen worden. Ja. Rikishi ist vom Käfig gefallen. Mick Foley ist vom Käfig gefallen. Ja. Da kommt das erste Hell in the Cell Match, was nicht aufs Dach hochgeht. Das ist dann halt mega blutig. Und dann kommen halt irgendwann die Hell in the Cell Matches, die weder Blut noch Spots haben und alles voll langweilig. Die sind eingeschränkt in ihrer Bewegung und so weiter und so fort. Aber jetzt würde ich gerne Alex noch dazu hören. Ich sehe es tatsächlich etwas anders als ihr. Weil ich glaube nämlich in dem Fall, ja, die WWE hätte natürlich erstmal einen Knacks wegbekommen, das ist klar. Allerdings, ich würde mal behaupten, die WWE hat sich mit Sicherheit da vor so einem gefährlichen Spot, war ja wahrscheinlich, glaube ich, der erste Käfig-Spot in dem Ausmaße, würde ich mal behaupten. Also in einer anderen Liga gab es das ja vorher wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube schon, dass sie sich mit Sicherheit da abgesichert hätten. Und wenn es da wirklich was passiert wäre, hätte die WWE sicherlich direkt ihren Schreiberling, also ihren Pressesprecher, wie auch immer, direkt hätte es dann die Interviews gegeben, dass Mick Foley sich quasi freiwillig in diese Dinge gegeben hätte, in diesen, wie sagt man so schön, in die Gefahr. In die Gefahr, genau. Und es alles vorab abgesichert wurde und es wurde mit ihm besprochen und es war alles quasi seine Idee, das zu machen. Also ob es da vielleicht auch Schriftstücke gegeben hat, was Mick Foley hätte unterschreiben müssen, falls irgendwas passiert bei dem Spot, was man dann hätte der Öffentlichkeit preisgeben können. Da wäre die WWF mit Sicherheit, die WWF damals, sicherlich, ich will nicht schnell raus aus der Sache, aber vielleicht noch mit einem blauen Auge, wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie was gemacht. Man weiß natürlich nicht, was es da für Dokumente gibt. Und wenn da im Vorfeld so ein Spot besprochen wird, ob man sich da wirklich nochmal extra absichert mit Zusatzvereinbarungen in irgendwelchen Verträgen, wie auch immer, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die WWE wäre da ziemlich schnell raus gewesen aus der ganzen Nummer. Das hätte man vielleicht ein halbes Jahr warten müssen natürlich. Man hätte es vielleicht ein bisschen entschärft. Man hätte klar die gewissen Spots dann, hätte man sowas in der Form nicht mehr gesehen, aber ich schätze mal, das noch ein Jahr, anderthalb Jahren vielleicht, hätte man mit Sicherheit wieder einen Gang hochgeschaltet und hätten wir gefährlichere Spots gegeben. Also so ganz, dass man dass ich jetzt das Produkt der WWE oder WWF damals so komplett dann geändert hätte wegen der Aktion, glaube ich nicht. Und eben die Sache mit Owen Hart dann, natürlich hat man dann nachdem keine Wrestler mehr abgeseilt von der Decke, aber es gab ja trotzdem noch wie immer dann irgendwann die gefährlichen Spots, dann eben mit den Hardy Boys und Edge und Christian mit den Leitermatches und wo Shane McMahon überall runtergesprungen ist. Also ich glaube, eine dauerhafte Änderung im Produkt hätte es nicht gegeben, wenn da was passiert wäre bei dem Spot. Also ich glaube, man hätte das nur über eine gewisse Zeit bis, so blöd es klingt, halt Gras über die Sache gewachsen ist, hätte man vielleicht das Produkt ein bisschen runtergefahren, hätte sich auf andere Sachen gestürzt, dann hat eben damals war eben die Attitude Era dran, eben mit der DX gerade heiß im Produkt, Austin heiß im Produkt, Rock kam langsam, da hätte man dann da halt da mehr gemacht wahrscheinlich, weg von diesen Spots, aber von gefährlichen Spots und eben halt mehr auf Badass, Austin gesetzt und eben diese sagen wir mal, FSK 18 Promos etc., was es damals alles gibt, viel nackte Haut, also, was hat die Attitude Era größtenteils ausgemacht hat, hätte man sich da eher mehr drauf, hätte man da mehr drauf gesetzt und eben weg von solchen Sachen wie jetzt dieser Mankind-Spot. Aber ich glaube, die WWF wäre relativ schnell wieder draußen gewesen. Und soweit ich sogar weiß, ich weiß nicht, ob das Gerücht wirklich stimmt. Angeblich bei diesem Käfig-Spot, den hat Shane McMahon irgendwie einen Tag vorher einfach mal ausprobiert und hat so gemeint, nee, ist nicht gefährlich, ganz gut, kannst du machen. Ja, aber ich meine, es gibt ja zwei Spots in dem Match. Ne? Und der erste war ja auch geplant. Also, wenn wir uns alle vor Augen rufen, Bad Blood 97 ist ja das erste Hell in a Cell Match, Undertaker gegen Shawn Michaels, wo Shawn ja auch von der Seite, von der Wand vom Käfig abstürzt, aber halt, ich sag mal, aus halber Höhe, ja. Ja. Und beim King of the Ring 98 war die Situation die, dass wir das gefühlt 12. Aufeinandertreffen Undertaker gegen Mankind on Pay-Per-View haben. Und Foley hat in seiner Biografie damals geschrieben, dass wir vor der Situation standen, wir haben jetzt hier ein Match, so außen nichts, wir haben keinen Aufbau, ich weiß nicht, wie wir unsere alte Heat wieder herbekommen sollen und ich weiß nicht, wie ich dieses Hell in a Cell Match mit Shawn Michaels toppen soll, weil der viel athletischer ist als ich. Und da war ja dann die Idee,
ja, fang doch oben auf dem Käfig an und lass dich runterwerfen. Mit, ja? Mit Terry und, Funk, glaube ich, war das, oder? Genau, mit Terry Funk. Ja, und der Spot war ja auch der geplante und der ist ja auch relativ schadlos durchgegangen. Das Problem ist der zweite Spot, wo er das Dach durchbricht. Ja. Und ich denke, das ist eben auch der Spot, wo ich am ehesten sagen würde, da hätte richtig fies was passieren können. Die Ringe waren damals noch deutlich weniger gefedert und da hätte man dann halt wirklich auch nicht den vielleicht hätte man da dann noch am ehesten sich rausreden können und diesen Owen Hart-Vergleich jetzt nochmal bringen können, den du gerade gebracht hast, Alex, weil das dann einfach ein Materialschaden ist. Ja, ja. Der Owen Hart-Stunt, so bekloppt wie er war, den man gar nicht hätte gebraucht an der Stelle, da haben sie sich ja auch im Endeffekt darauf hinaus geredet, dass das Ganze eben Materialproblem ist und sie ja gar nichts dafür können und so weiter und so fort, ne? Ja. Das wäre vielleicht noch die einzige Rettung gewesen dann in der Situation, dass man sagen könnte, ja, da ist halt bei der Verarbeitung vom Dach irgendwas schiefgegangen. Es war ja nie dafür gedacht, dass da 220, 130 Kilo Brocken da drauf rumlaufen. Yada, yada, yada. Aber du hast ja gerade schon gemeint, vielleicht wäre nach einem Jahr Gras drüber gewachsen. Ich weiß ja nicht, ob die WWF zu dem Zeitpunkt das Jahr gehabt hätte. Ja, wie gesagt, WCW ist noch heiß, NWO ist noch heiß. Und wenn dann eben so Leistungsträger wie der Undertaker dann auch noch wegbrechen würden und eventuell Austin, der ein langer Bekannter ist von Foley, dann vielleicht auch noch irgendwo gesagt hätte, Leute, so nicht, dann wäre die Kacke ganz gewaltig am Dampfen gewesen. Und ich glaube nicht, dass die WWF dann noch groß irgendwas in der Hinterhand gehabt hätte. Es hätte ja locker sein können bei dem Chokeslam durchs Dach. Es war ja, die Ringseile waren ja nicht weit weg. Oder auch der Ringpfosten, mal ganz schlimm gesagt. Und dann hätte es sehr zappenduster ausgehen. Es ist eh schon schlimm genug passiert, weil ich glaube, der Chokeslam war auf einen Stuhl. Ja, der Stuhl und ist ja noch hinterher geflogen, ja. Der ist ihm ins Gesicht, hat ihm ein Loch in die Backe geschlagen. Zahn ausgeschlagen. Und den Zahn hat er sich da mit der Zunge in die Nase gesteckt. Und ja, einfach, ja, krank. Und er ist noch aus eigener Kraft, hat die Halle verlassen, hat im Main Event noch eingegriffen. Und Terry Funk wurde auch getombstoned und der wurde mit der, ja, aus der Halle gefahren. Mhm. Also, auch mehr Glück als Verstand. Ja. Das, wenn ich mir denke, wie viel bei einem Sid passiert ist, der nur vom zweiten Seil geschwungen ist. Eieieiei. Hör bloß auf mit Sid, dem zweiten Seil. Ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und dass unser Szenario jetzt da im Endeffekt nur ein bisschen Spielerei ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das wäre wirklich ein einschneidender, tragischer Fall gewesen. Fall doppeldeutig an der Stelle. Und Alex, wenn du nichts mehr hast, würde ich an der Stelle auch schon meinen Haken dahinter setzen. Noch, ja. Ich hätte noch kurz was. Okay. Also es hat mit dem Undertaker, ich glaube auch, dass er als Undertaker nicht mehr in Erscheinung getreten wäre. Vielleicht hätte man jemand anderes Gimmick gegeben. Es wäre ja auch in den nachfolgenden WrestleManias sehr viel Impact weg gewesen in Bezug der Streak. Vor allem die Matches mit Shawn Michaels und Triple H und wie auch immer, oder Brock Lesnar, ganz spät. Also das im Nachhinein. Also nicht die unmittelbaren Folgen der nächsten ein, zwei Jahre, sondern auch die Folgen der nächsten 15 Jahre, die wären sehr einschneidend gewesen. Ja. Und okay, dann machen wir doch nochmal das Türchen ein bisschen auf. Dean Ambrose, John Moxley hat mehrfach betont, dass Leute wie Mick Foley ihn in seiner Entwicklung massiv geprägt haben. Und nicht nur Ambrose, sondern eben auch so viele andere Wrestler aus der Generation, die zu dem Zeitpunkt eben Teenager waren. Die ganzen Backyard-Spinner,
die dann beschlossen haben, ja, wenn der das kann, dann können wir auch irgendwo runterspringen und so. Ne? Wir sind ja genauso gut austrainiert und ja, ich glaube, das hätte halt wirklich nicht nur die beiden großen Ligen nachhaltig beeinflusst, sondern eben auch die ganze Entwicklung des Nachwuchses, ja, was da an Leuten dann nachgekommen wäre. Ja. Die hätten wahrscheinlich vielleicht doch irgendwo ihre Leidenschaft fürs Wrestling gefunden und hätten allerdings dann einen ganz anderen Weg vermutlich eingeschlagen. Und wären dann vermutlich gar nicht da, wo wir sie jetzt haben. Eben ganz konkret Dean Ambrose. Kann durchaus sein, ja. Vielleicht wäre Ambrose der technisch beste Wrestler aller Zeiten. Ja, könnte ja sein. Könnte sein. Okay, ich habe nichts mehr. Gut, ich auch nicht. Alex? Noch ein kurzes Wort zum Undertaker. Ich glaube, der wäre Profi genug und loyal zur WWE gegenüber, dass der vielleicht eine längere Pause vielleicht gemacht. Aber ich glaube, der wäre irgendwann wieder gekommen. Meiner Meinung nach. Ich glaube, der war so loyal, ist er immer noch Vince gegenüber. Ich glaube, das wäre ein Rückschlag gewesen für ihn in der Karriere mit Sicherheit, aber der hätte wahrscheinlich ein Jahr, zwei Jahre Pause gemacht, vielleicht. Aber ich glaube, der wäre aber irgendwann wieder zurückgekommen. Und man kennt ja die Leidenschaft der Wrestler und so weiter. Die können ja auch teilweise gar nicht ohne Wrestling. Klar, es ist natürlich was Schlimmes passiert und eigentlich bist du für den Art Mord verantwortlich, weil du bist ja schuld dran. Aber ich glaube, Taker ist Vollblut-Wrestler, loyal der WWF gegenüber und ich glaube, wenn es da intensive Gespräche mit Vince gegeben hätte, vielleicht nach einem Jahr oder so oder zwei Jahre, der wäre mit Sicherheit irgendwann wieder aufgetaucht. Also ich glaube, ob in Taker hätte, ich glaube, der wäre nicht tot gewesen quasi, in Anführungszeichen, ab dem Moment, wenn was passiert wäre, sondern ich glaube, der wäre irgendwann auch wieder aufgetaucht. Also ganz ohne, dass der Taker dann komplett gesagt hat, ich höre jetzt auf mit Wrestling, das war's für mich, kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest hat man meine Lieblingsinkarnation, den Lord of Darkness, nie bekommen. Richtig, ist auch meine übrigens. Satanisten. Das war richtig. Ich dachte, dein Lieblings wäre der Biker-Taker. Das ist der Zweitliebste. Okay. Den siehst du dann bei WrestleMania wieder. Der Goldenen Hose. Geil. Aber auch nur mit der typischen Biker-Taker-Wampe vorne dran, bitteschön. So. Also, ich habe einen Haken dahinter. Ich bin fürs Erste zufrieden mit der Diskussion und wie wir es eingangs schon gesagt haben, wenn ihr da draußen noch Meinungen habt, Theorien habt, gerne in die Kommentare. Alex, dein Thema. Da ich mir das Thema innerhalb von 2 Minuten ausdenken musste, so kurzfristig war das nämlich heute, habe ich mir mal kurz überlegt, weil ich letztens auch mal wieder einen alten Pay-Per-View aus den 90ern angeguckt habe, mit Diesel und Razor auf der Card. Ich stelle einfach mal die Frage, was wäre denn gewesen, hätte Razor und Diesel damals die WWE nicht verlassen, also WWF, ich bin im WWE, und natürlich mit der Entwicklung NWO hätte Bischoff und Hogan dann 2 Ersatzkandidaten gefunden vielleicht für Hall und Nash als NWO-Gründungsmitglied. Hätte Hogan und Bischoff vielleicht die NWO zu zweit eigenständig dann getragen. Hätte es vielleicht die Click, die es ja damals schon gab, Backstage natürlich, ich meine, das wusste ja keiner im Produkt, dass natürlich Hall, also Diesel, Razor, Shawn, Triple H, X-Pac, die Click waren damals Backstage. Hätte es da vielleicht eine Story geben können, dass das dann irgendwann mal an die Öffentlichkeit, also ins Produkt gebracht hätte, die Click, hätte das vielleicht dann quasi die Click nicht, hätte es vielleicht keine DX gegeben, sondern die Click. Das ist so mein Thema. Also was hätte da passieren können? Oder wie jetzt die WCW entwickeln natürlich, da hängt da sehr viel dran eben. Gut, dann Stefan, du darfst anfangen. Ja, also dass die Click nur hinter den Kulissen bekannt war, streite ich jetzt ab. Es wurde auch nach vorne offensiv, zwar später erst, offensiv erwähnt, dass es die Click gibt. Und es gab ja dann die Click Süd und die Click Nord mit WWE und WCB. Ob es die NWO gegeben haben hat, hätte, bin ich mir 1000%ig sicher, es wären halt noch andere Wrestler gewesen. Die hätten so lange abgegrast, ob sie jemanden ähnlich wertig finden, aber es waren ja andererseits auch genügend Ex-WWEler bei der WCW. Ich will jetzt nicht sagen, es hätte die NWO mit Hexer Jim Duggan und was weiß ich, Dustin Rhodes gegeben, zum Beispiel,
ich bin mir sicher, es hätte sich irgendjemand gefunden, ob das dann den gleichen Impact gehabt hätte. Weil Diesel war ja ein halbes Jahr vorher noch WWE-Champion. Razor war auch einer der beliebtesten Charaktere in dieser Zeit. Und ja, es ist schwer zu sagen, wer auch immer, aber vielleicht hätte er nach Shawn Michaels gegangen, beispielsweise. Kann man nicht wissen. Okay. Also ich denke, der Erfolg der NWO ist halt wirklich maßgeblich davon abhängig, dass da gerade Nash und Hall als, ja, ich sag mal, als relativ frische WWF-Abgänge, was man so nach außen gar nicht mitbekommen hat, dass die gehen, außer die Leute, die damals im Madison Square Garden saßen und die Verabschiedung live mitbekommen haben. Also es war schon wichtig, dass gerade die beiden Personalien als Outsider dargestellt waren und praktisch die Gründerväter der NWOs sind. Wenn du was Ähnliches mit anderem Personal hättest machen wollen, dann hättest du es fast schon ein Jahr früher machen müssen und da wäre Lex Luger der Erste gewesen. Als jemand, der nach dem SummerSlam 95 die WWE verlassen hat und dann eben gefühlt am nächsten Tag bei Monday Nitro auftritt. Das wäre vielleicht nochmal so ein passender Aufhänger gewesen. Es wäre auch nochmal der Name gewesen. Ja. Du hast auch natürlich auch genug Leute, die in den 90er Jahren oft genug hin und her gewechselt sind zwischen WWF und WCW. Ja, also wenn ich mir dann Jeff Jarrett zum Beispiel durch den Kopf gehen lasse, wie oft der hin und her gesprungen ist. Ist natürlich dann schick, dass du eben zwei der Aushängeschilder der sogenannten New Generation dann erwischt hast. Ne? Also gerade mit Diesel, ja, New Generation runs on Diesel Power und Razor Ramon, mehrfacher Intercontinental Champion, die haben natürlich wesentliche Rollen gespielt bei der Entwicklung der WWF in den Mitte der 90er Jahre. Ich denke, du hast recht, Stefan, die hätten mit Sicherheit noch ein bisschen weiter abgegrasen und geschaut, wer würde denn kommen, weil ich meine, jeder, der abwanderungswillig gewesen ist, hat bei der WCW einen Platz bekommen, da bin ich mir absolut sicher. Die Frage ist halt, ob die Leute dann halt auch den entsprechenden Impact gehabt hätten. Ja, wenn jetzt da die ersten beiden Mitglieder der NWO, Virgil und Greg Valentine gewesen wären, ja, dann hätte auch ein Hogan als Dritter nichts mehr ausgemacht. Geil. Aber ja, es hätte auf alle Fälle schon mal ein anderes Gesicht verursacht. Und ja, es ist ja halt die Frage, wäre die Klick langfristig gut gegangen auf WWF-Seite, weil ja, die waren ja nicht wirklich die beliebtesten Backstage. Wobei es ja genug Interviews gibt, wo es heißt hier, Nash ist noch der sympathischste von allen, wenn er alleine ist, aber sobald er seine Kumpels um sich rum hat, ist er halt ja, ein Mitläufer. Und macht halt auch mit und mit Bullshit und so. Also, ja, es ist eine interessante Einstellung auch hier wieder, weil wie wir es auch bei den ersten Themen hatten, halt die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und ich weiß eben nicht, ob eine NWO mit zwei anderen Startern genauso funktioniert hätte, die du dann als Outsider darstellst. Und was aus den eigenen Reihen nehmen als Nummer 1 und Nummer 2, weiß ich nicht, ob das so gut angekommen wäre. Ich meine, man hat ja auch lange genug überlegt, ob Sting dann der Dritte ist und der erste große Verräter in dem Krieg WCW gegen NWO. Wäre vielleicht spannend gewesen, hier Sting als Ersten zu bringen. Mhm. Nicht als, ja, als Dritten. Aber dann hättest du halt diese Outsider-Variante nicht gehabt. Dann wäre es halt einfach, ja, nur ein Verräter, ne? Ja, ganz genau. Turncoat. Ja. Mach weiter. Es wäre vielleicht noch, wie gesagt, ein Shawn Michaels wäre vielleicht ähnlich in die Riege gekommen, weil der war damals WWE-Champion oder WWF-Champion. Aber wen hättest du sonst holen sollen? Aber ein Shawn Michaels mit Hulk Hogan in ein Team zusammenbringen, wäre ja auch interessant zu sehen, wie das gewesen wäre. Aber Alex, du, ich habe dich unterbrochen.
Jetzt mal, ich gehe mal weg von der NWO, sondern ich bleibe mal bei der WWF jetzt einfach. Jetzt sagen wir mal, Hall, Nash wären geblieben. Die Klick gab es ja damals eben schon. Und man weiß natürlich, Vince war ja, glaube ich, auch ziemlicher Fan damals von der Klick, wenn ich mich jetzt richtig, wenn ich jetzt nichts Falsches hier gehört habe. Und die Frage ist halt, wenn die Klick jetzt geblieben wäre, wäre Nash war ja schon WWF-Champion damals, vielleicht wäre ein Razor dann irgendwann wirklich mal durchgebrochen bis zum WWF-Champion. Und ich meine, der Einfluss der Klick, der war natürlich auch groß, vor allem Shawn Michaels war natürlich ihr Zugpferd. Die Frage ist halt, hätte es dann überhaupt dann die Ex gegeben? Und wären dann überhaupt so Leute wie Rock, Austin zum Beispiel, als die Aushängeschilder der Attitude Era, wären die überhaupt jemals so groß geworden? Vor allem hätte jetzt Nash was gegen, hätte in Michaels und Nash was gegen Austin gehabt oder gegen den Rock. Die wären doch mit Sicherheit dafür verantwortlich gewesen, dass solche Leute niemals aus der Midcard rauskommen und dann mal irgendwann Main-Eventer werden und WrestleMania-Headline etc. und zu den Stars werden, die sie jetzt sind. Also ich glaube schon, wenn Nash und Hall geblieben wären, ich glaube, es wäre durchaus auch eine interessante Zeit gewesen. Ich glaube auch, die NWO hätte es auch gegeben. Ja klar, irgendwie Bischof und Hogan hätten sich damit sicher was einfallen lassen. Aber ich glaube, die Klick, die hätte über die ganzen 90er bis 2000 rein, gut, Michaels war dann eh verletzt, aber ich glaube, wenn die länger geblieben wären, ich glaube, da hätte sich dieses WWE-Produkt schon stark an den Ideen und was eben die Klick eben macht und was für einen Backstage-Einfluss die gehabt hätten, schon sehr orientiert. Und ich glaube, da hätten Vince auch quasi schon ein bisschen nach ihrer Pfeife getanzt und ich glaube schon, dass es dann Leute geben wie Austin oder Rock, die dann wahrscheinlich eher auf der Strecke geblieben wären und solche Leute hätten sich niemals zu den Superstars entwickelt, die sie jetzt heute sind. Und vor allem, man kennt ja Nash und Michaels, wie die damals in den 90ern auch drauf waren und die haben halt auch ihren Standpunkt untergraben und kundgetan, jedem, dem es nicht gepasst hat. Und alle, die halt gegen die Klick waren, hatten dann auch ein Problem, weil gesagt, Vince war ja Fan von denen allen und wenn die was Backstage mal auf den Tisch gehauen haben, dann hat es halt ein gewichtiges Wort gehabt und es hätte halt durchaus dann die ganze WWF in den 90ern eben bis 2000 rein etc. Hätte sich vielleicht dann doch ziemlich anders entwickelt. Die ganze Attitude hätte anders laufen können. Ich schätze mal, die Klick wäre wirklich dann mal als offizielles Stable dann vielleicht auch debütiert im Produkt selbst. Vielleicht hätte es dann auch nie eine DX gegeben in der Form. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht wäre es dann so eine Art Mischung aus DX und NWO geworden, eben mit Hall und Nash, mit HBK und Hunter dann noch. Wäre vielleicht auch echt interessant gewesen, wenn es wirklich mal ein echtes Stable gewesen wäre, was es im Produkt gegeben hätte. Ja, also ich glaube, da hätte ich das WWF-Produkt damals in den 90ern eben schon ziemlich geändert, also in der Attitude Around. Ob dann die NWO so groß geworden wäre, wenn du halt, ich meine, Hall und Nash eben als Outsiders, die haben halt gezogen ohne Ende. Die kannte jeder, so waren ja auch die Promos damals. Wir müssen uns den Namen nicht sagen, ihr wisst sowieso, wie wir sind, so nach dem Motto, so war es ja auch, haben sie auch so wortwörtlich im Produkt erzählt. Und die waren halt schon extrem heiß und so, wenn ich jetzt überlege, wen hättest du nehmen können? Ja, Sting, ja, aber wie gesagt, dieses Outside-Ding hätte ja nicht funktioniert, wäre der Verräter gewesen, hast du ja gesagt, Sven. Aber so heiße Charakter hattest du jetzt eigentlich nicht. Lex Luger, ja, hätte man machen können, aber Lex Luger war halt auch, ist halt Lex Luger. Der hat halt auch in der WWF nicht hundertprozentig funktioniert, den wollte man als Main-Eventer haben, der hätte auch einen Titel bekommen, hätte sich selber verkackt, aber Lex Luger oder im Vergleich mit dem Nash oder Hall, der Link hat auch mal immer noch Welten dazwischen, auch vom Charisma-Level her, von den Promo-Fähigkeiten etc. Also ob das dann funktioniert, ich glaube, die NWO wäre nie so groß geworden und ich glaube, diesen Monday Night War hätte es in der Form auch nie, der wäre auch nie so groß gewesen. Die NWO hätte, glaube ich, damals keine Chancen gehabt, wenn Nash und Hall nicht gewechselt wären und in der WWF geblieben wären. Ich will da kurz einhaken. Ich glaube, auch die WWE hätte keine Chance mehr gehabt, weil die beiden haben sich ja gegenseitig hochgeschaukelt. Sie haben zwar ein Monday Night War, einen Krieg geführt gegeneinander, aber die Ratings sind ja peu à peu immer gestiegen. Es gab auch das, dass die WCW die Ergebnisse von Raw vorgelesen hat und wie auch immer. Und es war immer
ein Kampf. Und wenn das wurde alles ausgelöst durch Nash und Hall. Und wenn es irgendwelche gewesen wären, die nicht direkt, also 4 Wochen vorher oder 5 Wochen vorher bei WrestleMania zu sehen gewesen wären, dann hätte es das nicht gegeben. Genau, dieser große Impact hätte gefehlt. Richtig. Und ja. durch das wäre auch der Monday Night War nicht stattgefunden. Weil ich meine, Entschuldigung, du musst einfach nur mal überlegen, die ersten Mitglieder der NWO, ja, du hattest Hall, Nash, ja, also Leute, die gerade frisch aus der WWE gekommen sind, Hogan, der eigentlich immer so der WWE-Guy halt immer im Hinterkopf der Fans ist, ja, du hattest Million Dollar Man, du hattest Virgil, du hattest X-Pac, also Six, ja, und irgendwo war dann eben der Giant als erster einziger WCWler noch mit dabei. Aber grundsätzlich war das ein Stable, was sich vorwiegend aus ehemaligen WWF-Lern zusammengesetzt hat. Ja. Und damit eben diese Outsider-Komponente, ja, diese feindliche Übernahme von Norden her suggeriert worden ist. Wie gesagt, ohne Nash und Hall könntest du durchaus eine NWO aufbauen. New World Order. Aber halt mit einer ganz anderen Prämisse dahinter dann eben nicht, das sind jetzt die bösen Leute von außen, die unsere Liga kaputt machen wollen, sondern dann hättest du wahrscheinlich tatsächlich so eine große, das sind langjährige, treue WCW-Guys und die verraten gerade die Liga-Story machen müssen. Ja, also Sting hatte ich gerade gesagt, wenn mir jetzt spontan sofort als zweiter Name eingefallen wäre, auch zu dem Zeitpunkt wäre es Scott Steiner gewesen, der sich dann ein Jahr später oder so dann eben für die NWO entschieden hat. Und dass du da halt Stück für Stück diese WCW-Aushängeschilder hättest nehmen müssen für diese Story, die sich dann gegen ihre eigene Liga wenden. Dann hätte die Story natürlich einen komplett anderen Verlauf genommen. Du hättest deutlich wenig Creative Control im Hintergrund gehabt. Oder es hätte natürlich auch sein können, dass Hulk Hogan der gelb-rote Teufel bleibt und die aufstrebende NWO innerhalb von 4 Wochen weggeleckt droppt und die Welt ist wieder in Ordnung. American made. Save the world again. Jawohl. Wäre natürlich auch eine Option. Wahrscheinlich auch die logische. Wahrscheinlich die logische. Whose side is he on? Natürlich auf der richtigen. Ja, logischer. Ja, klar. Auf seiner. Ja, und die ganze Creative Control, diese ganzen Backstage-Querelen. Weißt du, das ist halt die Frage, wie weit wollen wir jetzt die Auswirkungen verändern? Ja, gehen wir weiterhin davon aus, dass ein Shawn Michaels sich 98 schwer am Rücken verletzt und die Liga für 4 Jahre verlässt? Dann wäre die Klick natürlich erstmal einen ganz entscheidenden Kopf kürzer. Diese fiese Hydra. Aber ausgerechnet diese Aktion hat die DX möglich gemacht. Also die wirkliche, die wir eigentlich noch kennen. Ich meine jetzt nicht die Clique in Anführungszeichen mit Shawn Michaels und Triple H, sondern auch die wirkliche DX. Ja. Mit X-Pac, mit New Age Outlaws, China. Ja. Und wir wissen alle, dass das Shawn Michaels in der Zeit immer einen bösen Rücken hatte. Und das war die Aktion, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann ist halt die Frage, wenn Michaels dann in der Situation, die ganze Klick ist als dominierendes Stable vor und hinter den Kameras aktiv. Wenn der dann wegbricht, inwieweit kann sich diese Klick noch halten? Inwieweit ist dann da eventuell auch schon irgendwie so ein Licht am Ende des Horizonts erkennbar? Ich bin mir relativ sicher, dass die Personalie Austin sich trotzdem durchgesetzt hätte, weil ein Austin auch 1997 schon angefangen hat, unheimlich heiß zu werden. Und da war eben auch noch ein Michaels als Backstage-Tyrann vor Ort. Die Frage ist, Rock, weiß ich nicht. Vielleicht nicht in der Form, wie man heute kennt. Und ansonsten, ja, und Bret Hart als Gegengewicht zu einem Shawn Michaels wäre halt dann immer noch ein Faktor gewesen. Und hätte vielleicht zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich auch schon früher die Flinte ins Korn geschmissen. So loyal wie er auch sein mag. Weißt du, wenn ihm dann Michaels und seine
Kumpels auf den Sack gehen, hätte er vielleicht auch tatsächlich immer mal sein Zeug gepackt und hätte zu Vince gesagt, leck mich, Leute, ich gehe nach Atlanta. Ja, sure. Durchaus, ja. Wobei es auch eine Klick gegen Hart Foundation Fede sehr schön gewesen wäre. Auf alle Fälle. Ja. Vor allem, weil die halt Backstage eine Real-Life-Story wäre, weil es ja bekannt ist, dass Bret Hart so seine Leute um sich hatte und dann gab es halt die Klick und die haben sich nicht alle wirklich gut verstanden Backstage. Also da gab es ja auch private Problemchen und es wäre dann vielleicht wirklich eine geile Story gewesen dann. Mhm. Da gab es noch die PSK. Mhm. Ja. Dass die Backstage-Gruppe um den Taker, für alle, die es nicht wissen. Yokozuna war, glaube ich, dabei. Rikishi. Ja. Der Godfather. Genau. Paul Bearer und noch diverse andere. Also ist halt schon immer so im Wrestling gewesen. Ja. Immer so diese Grüppchenbildung. Das ist natürlich die Leute, mit denen du dich besser verstehst und mit denen arbeitest du dann halt auch wahrscheinlich lieber zusammen und vielleicht auch besser zusammen. Und du hast immer letztendlich einen ganzen Haufen Ich-AGs im Wrestling. Ja. Ja, es ist ein Teamsport letztendlich und am meisten kommt dabei raus, wenn alle zusammenarbeiten. Aber am Ende des Tages muss ja doch jeder schauen, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt. Mhm. Und das ist halt das, was Backstage-Politik halt über Jahrzehnte schon immer ausgemacht hat, dass eben gerade die großen, bekannten und begnadeten Backstage-Politiker immer darauf bedacht waren, ihre Leute um sich zu scharen und dann eben möglichst das Ultimo für sich rauszuholen. Ganz genau so ist es. Jo. Ich denke, damit ist ein schöner Schlusssatz, da kann man dann das nächste Thema anschneiden. Gut, dann bist du fürs Erste zufrieden. Ich bin zufrieden. Gut, Stefan, du hast auch nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr, nö. Okay, dann geht dein Main Event und unser letztes Thema heute an die Hörer da draußen. Wir haben natürlich auch uns ein paar Hörerfragen angeguckt und der Christian von YouTube hat geschrieben, wie hätte sich der Monday Night War entwickelt, wenn der Undertaker nach dem Montreal Screwjob in die WCW gegangen wäre? Wer von euch möchte anfangen? Ich fange an. Okay. An und für sich hätte der Monday Night War hätte sich nicht verändert, weil man sieht ja an Bret Hart, dass die WCW nicht unbedingt die Pläne für ihn hatte. Und ich denke, auch für den Undertaker hätte sie keine Ideen gehabt. Es hätte zwar wahrscheinlich das lang erwartete Match Undertaker gegen Sting gegeben, aber wobei der Undertaker damals nicht so groß war, wie er Mitte der 2000er war. Also von dem Namen her, nicht von der Körpergröße. Hornswoggle. Horntaker. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es die großen Veränderungen gegeben hatte. Ich denke eher, dass der 2, 3 Jahre später wieder zurückgekommen wäre. Er war zwar ein großer Teil der Attitude-Ära, aber an und für sich entscheidend war er nicht. Es waren kleine andere Räder, die die WCW ins Sinken gebracht haben. Auch eher Probleme innerhalb als die Probleme bei der WWE. Ich hake mal ein an der Stelle. Ich würde tatsächlich fast behaupten, die Auswirkungen wären gar nicht so groß gewesen, weil der Undertaker nicht der Undertaker hätte sein dürfen. Ja, weil das Gimmick gehört ganz klar der WWE. Und ja, du hättest dann hier Mark Calloway bei Nitro gesehen, vielleicht mit einem ähnlichen Gimmick, aber dann es wäre halt trotzdem nicht der Undertaker gewesen. Und das Paradebeispiel hat Stefan gerade gebracht. Schau dir Bret Hart an. Das ist einer der größten WWF-Champions aller Zeiten. Ja. Man möchte fast sagen, er hat overachieved mit seinen 5 World Titles. Kam wahrscheinlich mit dem heißesten Wrestling-Angle im Hintergrund angerauscht in die WCW und ist innerhalb von ein paar Monaten komplett verpufft,
hat einen US-Title in die Hand gedrückt bekommen, ist komplett unter Wert verkauft worden. Und ganz ehrlich, ich befürchte, was Ähnliches hätte es beim Taker auch gegeben. Und dann wäre auch, wenn der Taker nicht der Taker ist, dieses Rematch mit Sting einfach kein Rematch mehr mit Sting. Ja, da wäre es einfach nur Mark Calloway und Steve Borden. Ja, schön. Ganz nett, kann man sich angucken, aber es ist halt nicht der Undertaker gegen Sting. Und das ist eben meine große Befürchtung. Ich bin da, gerade was das Booking zu der Zeit betrifft, relativ pessimistisch, dass da aus dem Undertaker ein großes Ding hätte werden können. Und wie wir es jetzt vorhin schon oft erwähnt hatten, es wäre natürlich ein gewisser Knacks gewesen für die WWF, wenn das treueste Pferd im Stall auf einmal die Liga verlässt. Aber Stefan, du hast absolut recht, so ausschlaggebend war er halt zu dem Zeitpunkt auch nicht, ja, weil der Fokus war zu dem Zeitpunkt ganz klar Steve Austin. Ja, und du musst einfach nur mal Raw-Folgen aus der Zeit angucken. Ja, der Taker bekommt sehr gute Reaktionen, der hat in seiner ganzen Karriere immer sehr gute Reaktionen bekommen, aber wenn du sehen willst, wie ein Dach fliegt, dann schau dir einen Steve Austin-Entrance an. Ja. Vielleicht wäre er als Gravedigger debütiert. Mit dem Monster Truck? Ja. Geil. Gegen Madusa und Hulk Hogan, Monster Truck und wie auch immer. Dann treffen sie sich alle oben auf dem Dach und der Giant fliegt zum zweiten Mal runter. ja, ich sehe das genauso wie ihr eigentlich. Selbst wenn die WCW das Undertaker-Gimmick abgekauft hätte oder bekommen hätte, der Taker hätte in der WCW niemals so funktioniert wie in der WWF. Vor allem dann in der Attitude Era, wo es eh so dreckig war quasi und da hat es auch alles reingepasst, auch als Sektenführer Taker. Das war halt alles eine runde Geschichte und Taker hätte so eine Storyline wie jetzt zum Beispiel eben der Taker da jetzt mit der Ministry of Darkness, hätte man in der WCW so in der Form nicht gemacht oder es hätte, glaube ich, nie so gezogen. Also ich glaube, ein Take und vor allem dann auch, wenn Hogan noch da gewesen ist, ob der auch hätte gewollt, dass ein Taker dann so groß wird, wie dann der WWF dann irgendwann mal, steht auch in den Sternen. Also ich glaube, der Taker hätte nie so funktioniert, glaube ich. Also vor allem hatte man auch eben dann, man hatte ja eben schon Sting, so diesen mysteriösen Charakter und dazu hast du jetzt noch einen Taker. Ob dann beide Charakter dann so funktioniert hätte, glaube ich nicht. Ja, das musst du mal gucken. Die hatten ja auch noch solche Characters wie Raph und Mortis. Ja, und, ja, die haben ja auch alle nicht funktioniert. Wie ist der Sub-Zero-Clone? Glacier. Glacier, genau. Blood Runs Cold. Ja, weißt du, die hatten ja auch ihr ganzes Portfolio an verrückten Charakteren. Ja, Vampiro war auch so ein Charakter. Und, ja, und es hat alles irgendwie genau. So nur bedingt funktioniert. Ich würde das Ganze mal von einer anderen Perspektive kurz beleuchten. Wenn der Taker tatsächlich Ende 97 geht, wie entwickelt sich die Personalie Kane weiter? Ich habe mir die Frage sogar schon mal irgendwann gestellt. Ich glaube, Kane hätte jetzt den Status, den Taker jetzt hatte. Ohne diesen ganzen Comedy-Quatsch, den er die letzten Jahre gemacht hat, der wäre jetzt diese lebende Legende. Gut, Kane ist eigentlich eine Legende irgendwo, aber dieses Standing, das ein Taker jetzt hat in der WWF und der WWE, was sich jetzt über 20 Jahre, 30 Jahre aufgebaut hat, hätte wohl dann eher Kane. Also der wäre dann dieser Charakter gewesen, die jetzt Undertaker ist, den man bei WrestleMania sehen will. Vielleicht hätte dann Kane eine Streak bekommen bei WrestleMania oder sonst irgendwas. Weil ich meine, bei WrestleMania 14 im Jahr 98 bekommen wir ja das große Match zwischen Taker und Kane und den genialen Aufbau, wo sich gegenseitig Feuerbälle und Blitze um die Ohren hauen und Mystery-Gimmick versus Mystery-Gimmick. Da sieht man, wie das gut funktionieren kann. Aber letztendlich ist halt durch die ganze Karriere von Kane bis heute immer so der Taker, immer der rote Faden mit bei. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob das wirklich so langfristig funktionieren würde, wenn du eben diese Komponente rausnimmst. Weil Kane zu dem Zeitpunkt, also wenn wir jetzt eben ausgehen hier bei Montreal Screwjob als Stichdatum, heißt Ende November 1997, Kane ist zu dem Zeitpunkt als Kane-Charakter 2 Monate im Programm. Und hätte man ja, er beharkt sich damit mit Vader und mit Mankind und haut die alle schön weg und misshandelt die schön, ja, und ist ein unheimlich dominanter
Charakter, aber es ist von dem Zeitpunkt an schon immer ausgerichtet auf den Taker, weil das ist der Grund, warum Kane überhaupt da ist. Ja? Paul Bearer bringt Kane, um den Taker zu vernichten. Und wenn du den Taker rausnimmst aus der ganzen Geschichte, was ist dann das Ziel von Kane? Einfach nur Gürtel gewinnen, dann ist er ein Wrestler wie jeder andere. Ich glaube auch, dass der Undertaker intelligent genug war, ist, wie auch immer, um zu sehen, er war bei der WCW fürs und ich glaube, da hieß sie schon WCW und da war er auch nicht erfolgreich und dieses Gimmick an sich war ja pures Glück. Er hätte auch der Gobbledygooker sein können oder Eggman, glaube ich, hieß er damals. Das hätte sein können und er ist wrestlerisch für seine Größe, ja, okay, aber auch sehr limitiert. Und wie auch immer, er weiß, dass er bei der WWE gut aufgehoben war, bei WWF damals. Ja. Das ist ja was wir, Stefan, neulich auch schon im Off-Talk besprochen hatten. Es geht ja darum, die Stärken hervorzuheben und die Schwächen zu kaschieren. Und die Schwächen, die Mark Calloway hatte, die sind mit seinem Undertaker-Gimmick hervorragend kaschiert worden. Ja. Und wie gesagt, ich bin, was Booking-Entscheidungen und Wrestler-Darstellungen angeht, immer so ein bisschen skeptisch, was die WCW-Leute betrifft. Nicht, weil es gegen die WCW ist oder weil es WCW per se ist, sondern einfach, weil da so viele Köche am Brei rumrühren, dass eigentlich nur verdorben werden kann. Hm. Ja, egal, in welche Ära du reinschaust, ob du jetzt eben Mitte der 90er reinspringst, wo eben wie gesagt, vorhin schon gefühlt wöchentlich der Kopf der Liga wechselt, wo dann Jim Hurd auf einmal da ist und eine ganz andere Ausrichtung reinbringt. Oder wenn du dann eben in den Bereich Ende der 90er kommst, wo Russo mal das Sagen hat, dann Bischoff, dann ist Flair auf einmal der Booker, dann ist Nash der Booker und man ist Booker der Booker, keine Ahnung. Weißt du, es ist einfach viel zu viel Chaos obenrum, als dass die Leute, die unten arbeiten, eine klare Ausrichtung hätten für ihren Charakter. Ja. Das ist ja praktisch, um nochmal auf unser Eingangsthema zuzugehen, das ist eben der Unterschied zur WWF, wo du eben ganz klar weißt, das ist eine gottverdammte Pyramide und letztendlich ist ganz oben an der Spitze Vince McMahon und wenn der sagt, nö, das machen wir nicht, dann machen wir das nicht. Mhm. Der war ja dafür verantwortlich, dass Russo bis dahin so einen guten Namen hatte. Weil viele gute Ideen kamen von Russo und die schlechten Ideen, die von Russo kamen, die wurden ja nicht durchgeführt. Durch das hat der Russo bis heute noch so einen guten Namen. Er war dafür verantwortlich. Ich hab dadurch einen sehr schönen Satz dazu gehört. Entschuldigung, Stefan. Vince Russo ist ein toller Writer, aber er ist kein Booker. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Vince Russo hat viele, viele Ideen. Der kann der Geschichte erzählen, aber er hat keine Ahnung, wie man eine Promotion bookt. Hm. Wer weiß das schon heutzutage? Ja, ich möchte es mir auch nicht anmaßen. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber ich bin auch nicht in der Position. Noch nicht. Noch nicht. Wobei ich behaupten würde, wenn Russo jetzt im Kreativteam der WWE wäre, würde man es ziemlich schnell sehen. Würde der WWE jetzt momentan nicht schaden, würde ich behaupten. Ja, ich sag mal wenn so. Wenn jemand einen Daumen drauf hat noch, natürlich. Muss er geprüft werden. Ich sag mal so, wenn du ein gesundes Maß findest und alle Leute an den Tisch bekommst und alle miteinander reden können, da wäre so eine Mischung aus einem Russo und einem Cornette und einem Heyman. Weißt du, das wäre schon eine spannende Geschichte, ja. Aber das mir wieder bei so vielen Egos und Eitelkeiten, das funktioniert halt einfach nicht, ja, weil keiner von denen hat ultimativ recht, ja, weil die letzte Wahrheit gibt es nicht im Wrestling. Genau. Und vor allem hat der Vince dann sowieso den letzten Daumen drauf und daher das ist einfach nur eine explosive Mischung dann. Genau. Ja, also ich denke, damit wären wir eigentlich auch mit der Frage am Ende, oder? Ich möchte noch was ergänzen. Also ich habe nichts mehr. Gut.
dann kann der Christian auf YouTube ja vielleicht nochmal kommentieren, ob wir seine Frage zufriedenstellend beantwortet haben, und kann natürlich auch noch weitere Fragen schicken. Sind wir natürlich auch immer gern dafür zu haben, und dann werden die halt auch hier in weiteren Ausgaben mit reinkommen. Also ich denke, wir werden in jeder Ausgabe mal eine Hörerfrage mit reinpacken, ne Stefan? Ja, ich denke auch, wie es halt passt. Genau. Es waren auch Fragen zu NWA und zu TNA waren auch welche. Die packen mal rein, wenn es andere Gesprächspartner gibt, die sich da in der Zeit mehr auskennen. Ich denke jetzt mal an Matze zum Beispiel. Absolut, weil es bringt jetzt auch nichts. Es bringt auch nichts, wenn Leo und Alex mit NWA-Fragen konfrontieren. Dann wird das Ganze eine kurze Gesprächsrunde. Diese jungen Bübchen von heute, die haben einfach keine Ahnung von der Geschichte. Ich glaube, Leo würde bei NWA nicht unbedingt an Wrestling denken. Also ich würde jetzt bei NWA nur an Wrestling denken. Wahrscheinlich habe ich da einfach eine Bildungslücke. Aber naja. Ist ja aber auch egal. Es geht ja nicht um meine Bildung oder auch nicht. Ja, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende von Episode 2 von What If Unscripted. Wenn ihr nichts mehr ergänzen möchtet, könnt ihr euch dann verabschieden. Alex, du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Ich mag es wie immer kurz und bündig. Goodbye, good night, bang, I'm out, peace. Stefan? Jo, ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Hat Spaß gemacht. Eine sehr überraschende Runde mit der Alex und ich, ohne einmal Jinder Mahal zu erwähnen. Verdammt, jetzt habe ich es wieder gemacht. Mir ist auch viel Geld geboten worden, damit ich hier noch einspringe, weil mit Sven podcast ich ja immer ganz gerne, wenn dann Stefan dabei ist, dann muss dann eine gewisse Summe X auf mein Bankkonto eingehen und dann gebe ich mich dafür. Ja. Kannst dich ja schon mal gewöhnen an das nächste Wrestle Kingdom. Okay, also hat Spaß gemacht. Schönen Gruß ans Multiversum. Stellt weiter Fragen. Helft uns, um das zu verbessern und das weiterhin durchzuführen. Ich glaube, es ist ein Format, das sehr, sehr, sehr lange und sehr viel Gesprächsstoff bieten kann. Und na, schönen Abend noch. Ciao, Servus. Genau. Stefan hat schon gesagt, wir sind an der Stelle, gerade bei dem Format, wahnsinnig auf euer Feedback angewiesen. Weil es eben so eine reine Rumspinnerei-Geschichte ist. Wenn euch jetzt unsere Meinung nicht gefällt, einfach konstruktiv kritisieren, dann können wir gerne drüber diskutieren. Auch weiterhin hier an der Stelle. Ich denke, das Format ist wirklich sehr spannend. Als ich Episode 1 gehört habe, war ich echt hellauf begeistert und habe gesagt, ich möchte unbedingt da hier auch mal mit rein. Habe ich insofern jetzt gerade erfüllt. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das mit euch beiden zu machen. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß. Und wenn ihr uns jetzt gerade auf YouTube hört, wo ihr uns übrigens auch ein bisschen früher hört, als wenn ihr auf die anderen Kanäle zugreift, dann einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht noch ein paar liebe Worte dazu. Wäre ganz nett. Auf allen anderen Plattformen liken, sharen, 5 Sterne, 6 Sterne. Ihr wisst, die ganze Social-Media-Gedöns-Geschichte da. Einfach mal bisschen Liebe fürs WTR da lassen und an der Stelle eben nicht nur gute Besserung nochmal an den Willi, sondern auch Grüße an den Matze, den Leo und den Jan, die relativ kurz nachdem wir hier fertig sind, anfangen Final Countdown heute aufzunehmen. Wir machen hier WTR-Doppelrunde am Sonntag heute und alles für euch da draußen. Auch daran reinhören, das lohnt sich mit Sicherheit. Ich bedanke mich bei euch beiden nochmal. Alex, danke nochmal fürs Einspringen. Gerne. Stefan, danke für die Idee. Bitteschön. Euch draußen danke fürs Zuhören. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Wanker, wanker.